So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helle Loose. Heute mit mir, dem Crusader. Wir machen uns gerade auf zu Ortszentrum. Wir spielen die wunderschöne Karte Carantin. Und ich muss gestehen, ich bin leider ein bisschen zu spät losgefahren. Das Ding hier geht wahrscheinlich an die Deutschen, weil ich einfach am Anfang 4 Sekunden gepennt habe. Und wie schlimm es ist, 4 Sekunden zu pennen, werdet ihr jetzt in dieser Aufnahme hier sehen, weil genau das ist halt passiert. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst doch bitte trotzdem ein Like und ein Abo da. Ich glaube, ich werde hier heute hart geroastet, deswegen bitte seht es mir nach. Ich werde hier wahrscheinlich ordentlich gebuttert. Ja. Und ich spiele gerade wieder den amerikanischen Offi mit der M1 Grand. Auf der anderen Seite haben wir einen Squad der 116er, mitunter Bondel dabei. Einer der meiner Ansicht nach besten Shooter und Fragger, die ich so kenne, der wird mich bestimmt 5 bis 8 Mal ziehen oder sowas. Der wird mich oft dran fliegen. Der Kerl ist echt eine kranke Maschine. Humpel ist auch ziemlich stark, aber Bondel ist noch mal eine Stufe stärker. Bondel ist der Humpel in auf Dope. Und Humpel ist auch schon echt gut, aber Bondel ist der Humpel auf Dope. Von der Spielweise her sind die beiden sich doch irgendwie ein bisschen ähnlich. Auch wenn Bondel noch mal ein kleines Tickchen mehr fragt als Humpel. Aber Humpel fragt mehr als ich und das ist easy. Ja, guck mal, die Captain schon an. Das heißt, die sind schon im Bereich des Fahrzeugs. Ach du Scheiße. Jo, das Ding ist erstmal leer, alles klar. LKW hat es hier komplett zerschreddert. Da hat die Arti komplett reingehasselt. Ich habe es vorne als Offi überlebt, deswegen Offi immer als Fahrer, wenn ihr die Möglichkeit habt, einsteigen lassen. Den Baldo-Karte nehme ich jetzt nochmal mit. Hallo. Das ist unpraktisch. Oh, er kann mit seiner Waffe so weit runterziehen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott, verdammter Mist. Wäre ich da einfach stehen geblieben, hätte ich ihn weggeschossen, wenn er aufgebaut hätte. MG42 aimt jetzt auf die Gasse. Den habe ich denn als erstes eigentlich weggekriegt? Bondel, du bist einfach nur, der Bondel ist einfach nur schnell reingerusht. Und Onstage ist auch noch da drüben als MG. Alter, die werden mich so hart wegroasten. Onstage ist ein mega krasses MG, Bondel ist ein super Infanteriespieler. Freut mich aber, dass ich dich zuerst gekriegt habe jetzt in der Runde, Bondel. Ich meine, jetzt bist du wie die nächsten 3 Kills wieder dran, aber ich habe dich zumindest einmal habe ich dich dran bekommen. Ich muss den OP wieder hochnehmen, der ist gleich weg. Und ich schaffe jetzt das noch rechtzeitig. Den schnell abbauen. OP ist weg. Okay, wieder hin. Ah, oh, nein. Ah, oh, andere Seite kommt. Eine Leiche rechts süden, im Garten, an der Kiste. Pushen jetzt langsam Richtung OP, kommen gleich aus der Gasse raus. Ja. Sind schon. Draußen. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, die kriegt dann jemand weg, bevor die anfangen, unseren OP zu holen. Ah, nein. Okay, das ist jetzt richtig unpraktisch. Das wird jetzt sehr unangenehm. Ach, scheiße. Backslack. Oh ja, ey. Leckt bei euch der Server gerade? Nein. Ja, beim Laufen, ne? Ja. Denkt ihr bitte mal, dass wir das Leichtspunkt. Das ist wieder Onstage. Und da wurde ich von hinten weggebuttert. Oh Junge! Wie ist der denn hinter mich gekommen? Hami von der 116. Mit Bondel im Squad. Ich weiß gar nicht, wie der hinter mich gekommen ist da an der Stelle. Gar kein Plan. Da steht hier Spawn. Da muss hier Spawn stehen. Das ist so komisch aufgeplatzt jetzt. Ja.
Der hat mich erstmal weggebrutzelt. Ich habe ihn nicht mehr getötet. Das. Doch, das. Ah, sehr gut. Ich würde gerade sagen, das hat nicht als Kill gezählt. Das wäre jetzt echt zu wild gewesen. Die legen immer Satchel vorne an der Wand. Da müsst ihr aufpassen. Die wollen ja die ganze Zeit Bum-Bum machen. Immer schön eine Smoke reinwerfen nach hinten. Weil ich gar nicht so noch Baker mag. Ja, aimt durch die Smoke durch. Also, safe kommen wir da nicht mehr durch. Niemals. Ja, die halten diese Gasse, also da werden wir nicht durchkommen. Nicht durch die, da müssen wir uns einen anderen Weg überlegen. Vielleicht hinten einmal komplett rum. Aber es ist dann gleich das Spiel eh schon weg. Ja. Wenn da jemand so eine. Ja, jetzt ist gleich Feierabend. Jetzt werden wir komplett hier zerschossen. Rechtschaffiller hat garantiert nichts an. Die haben nichts an. Wir können nur aus einer Gasse laufen. Die wissen genau, wo wir stehen. Dann können wir aber aus Süden rum und hat uns alle mal OP weggesprayt, bevor an der Deckung zu sehen war. Ja, er weiß aber, wo wir. Er weiß exakt, wo wir sind. Die wissen exakt, wo wir sind. Wir kommen hier nicht weg aus der Ecke. Die haben uns hier drin relativ festgefangen. Wir müssen einfach von der anderen Seite aus angreifen. Die dürfen nicht uns hart fokussen, sonst sind wir weg. Aim ist stärker von denen. Das Pulver. Wenn wir von der Kirche aus kommen, dürfen wir mehr Chancen haben. Wir müssen einfach zusehen, dass wir denen so ein bisschen entgehen und uns quasi ihre schwächeren Leute schnappen. Es ist möglich, dass wir das hier durchaus noch machen können, wenn wir denen nicht die ganze Zeit ins Visier reinlaufen, weil wir fragen natürlich auch, aber wir können die halt schlecht fragen. Dementsprechend müssen wir zusehen, dass wir halt ihre in Anführungsstrichen schwächeren Spieler, die ein bisschen schwächer sind als wir, gut rausnehmen, damit wir die Dominanz in der Manpower kriegen. Und wenn wir die dann ein, zwei Mal wegholen, dann sieht es ganz nice aus. So, das ist so ein bisschen die Idee, den Cap in irgendeiner Form zu machen. Hier auch einen kleinen Trick, den könnte ich anwenden, und zwar hier in der Ecke, da ist ein kleines Zipfelchen mit drin, da könnte ich eigentlich einen Außenposten hinstellen und dann würden wir von dort aus relativ easy den Cap einnehmen. Aber das wäre natürlich, würde ich sagen, unlauteres Mittel. Im Combat-Match würde ich das machen, jetzt hier im Public, nö. PZ4 im Hardcap. Da ist ein feindlicher Panzerkampfwagen 4 in ihrem Hardcap drin. Der macht es unmöglich, dass man da reingehen kann. Der PZ4 blockt das Hardcap komplett. Wir versuchen ihn rauszuholen, sind schon auf dem Weg. Lasst euch nicht satcheln. Ja, wir müssen zusehen, dass wir ins Hardcap reinkommen. Ja, wird glaube ich nicht. Nein. Ist noch ein Panzer. Ne, jetzt haben die hier vorne auch noch einen Lux. Also das Hardcap ist hier auf jeden Fall durch. Also wir kommen da nicht mehr rein. Zu viele Panzer. Nee, Quatsch. Doch, ja, die Runde ist, denke ich mal, vorbei. Das wird nichts mehr. Ja, da kann man nicht mehr viel machen. Ist durch. Sorry. Charlie Garnimal, Gegner ist massiv zu stark. Ja, ich glaube, die Runde ist vorbei. Da sind zwei Panzer im Hardcap. Entgleister Zug ist durch wegen Infanterie. Wir haben nichts mehr. Ja, wir versuchen mit dem mittleren noch zu Entgleister Zug zu kommen. Das Problem ist, die hatten halt noch Panzer im Hardcap. Die Runde ist, denke ich mal, relativ hart durch.
Alter, ich kann jetzt nur noch südlich nach Südhorn, mehr geht nicht mehr. Das Zentrum zerstört. Ja, aber das ist halt auch, ne, meine Schuld mit, dass wir jetzt so auf die Fresse kriegen, weil wenn du nicht wirklich 1:1 im Hardcap bist, der Gegner schwitzt hart rein, du musst pünktlich reinkommen. Sonst ist Feierabend. Baker, du ja, bitte? Show Supplies. Garni bauen, ja. Garni steht, Dockposition. Ja, komm mal weiter zurück, damit die noch im Hardcap eine Garni bauen können. Geh mal nach links, damit die im Hardcap noch bauen können. Ja, leg mal hier ab, hier geht. Eins Gleis am Himmel, Gleister Zug. Ja, wir können die gar nicht im Hardcap bauen. Wir laufen zum Hardcap und buffen wieder. Gar nicht Mark A8. Feind erhält. Oh Mann, ey, die Randoms sind hier gerade echt aufmerksam. Eigentlich ganz geil, schade, dass wir gerade so hart verlieren. Aber die sind super aufmerksam. Erde ist raus. Naja, das raus, hat man mir eben schon gesagt. Leg mal hier Supplies ab, ich baue dann eine Garni hier hin. Meter. Sorry, dass ich die Garni jetzt so scheiße gesetzt habe. Ah, shit, ich dachte eher eine schnelle Garni als gar keine. 9 Meter, ey. Ich habe meinen Supplier noch auf einen gleichen Zug geschickt. Da hat er vorher schon. Garni haben wir. Ey, gute Arbeit, Lukas, dass du hier noch die Supplies reingeschleppt hast. Sehr, sehr gute Arbeit. Viertelstunde, wir cappen gegen. Immerhin. Recon Tank hier noch am Start. Leider festgefahren, so wie es aussieht. Garnis haben wir. Ich versuche den OP wieder nach vorne zu bringen. Das ist der Lukas. Sehr, sehr gute Arbeit. Solltest du dieses Video jemals sehen, Lukas? Das war ein klasse Supplies, ey. Relativ schnell gehandelt, mich und Comanche direkt angesprochen. Top. Absolut top. Ja, mit solchen Mates kann man auch gut verlieren, ey. Das geht auch gut. Infanteriemarker Doc auf den Gleisen. Macht trotzdem Spaß, weil. Aufmerksam, die Jungs. Und Mädels hier. Krieg ich jetzt keine reingedrückt? Nö, gut. Hier kann man gut gefarmt werden. Ich hoffe, die farmen uns nicht so hart. Ich laufe hier erstmal weiter durch. Nicht zu sehen, gut. Garni auf Fox Park wird abgebaut. Nein, das ist ein MG42, ist schon bereit, um alles wegzubatzen. Onstage wieder mit dem MG42. Hatte das jetzt die Supplies dahin zu schmeißen, während da alles voller Infanterie ist? Die sind schon in Entgleisterzug jetzt drin und liegen schon bereit. Da jetzt noch reinzukommen, fast unmöglich. Da bin ich allerdings, muss ich gestehen, richtig froh. MG in der Maus. Die holen sich MG. Schön, Red Bull. Hinter der Hecke rechts von uns ist einer. Rechts, Red Bull.
Hab ihn headshot. Gut gemacht. Gut gegengedrückt hier mit den Jungs. Feinpanzer auf den Schienen, keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Panzer. Baker Mark ist ein Panther auf den Schienen. Junge, der war auch echt schnell jetzt. Meine Fresse, haben die hier alle ein Tempo drauf, aber seit dem komischen Rumgeruckle läuft das Ding jetzt wieder echt flüssig. Ja, zum Panther kommen wir übrigens ran, ne? Ab zum Panther. Ich bin ja schon unterwegs. Ist jetzt ein Außenposten. Außenposten ist hinterm Panther, spawnt hier. Setz den Panther, Red Bull. Ich hau da überall Smoke hin, hoffentlich kriegst du ihn. Ja, eine drin. Zweite drin, schön gemacht, Motor ist weg. Der hängt fest. Gleich gestorben, auch gut. Da ist einer ausgestiegen, der rappt durch. Oh nein, Panther wird gerappt. Ich konnte den Typen nicht rausnehmen. Oh nein. Der Panther hat einen Motor raus, der rappt aber gerade. Wir kriegen den Panther nicht raus, wir brauchen dann noch mehr Atela. Oh shit, ey. Oh, da ist ja nichts mehr im Hardcap. Verdammt, ich brauch da... Ja, die können wieder einfach gerade durch. Brauch Supplies im Hardcap. Ah, da sind Supplies im Hardcap. Wir kriegen den Panther nicht raus. Die haben das gut gemacht, aber wir kriegen nicht raus. Die rappen jetzt einfach wieder. 173 CP, der gute Rechtschreibfehler da drüben. Der buttert ordentlich rein. Bundle buttert jetzt gerade. Doch, der hat auch 173. Der buttert auch ordentlich rein. Hä, hey, sind die im Panzer die drei? Oder ist nur zuverlässig? Nee, die haben dieselben CP, die sind im Tank, die spielen trotzdem Infanterie. Wir haben noch jede Menge Infanterie im Osten von Entgleisterzug. Feindpanzer. Feindpanzer. Wir werden ja alle so weggefetzt. Auf den Punkt. B4 fährt im Ort sind rum. Nein, ja. Er hat mit der Vollauto rübergeguckt, der gute alte Ami. Mit Vollauto ist man immer überlegen, besonders bei solchen komischen Peaks über irgendwas rüber, da Einzelschuss ist da nicht so gut. Die stehen nur, die 116er sind nordöstlich unseres Außenpostens. Doc, hier, ich würde die gar nicht nochmal versetzen. In den hinteren Garten auch. Die ist noch mal auf
Ja, im Haus oben ist einer drin. Stehen auch oben im Haus. Ja, das ist der Hami, der oben im Haus ist. Wir müssen da hinten zetscheln, sonst kriegen wir den nicht weg. Die stehen da an vorderster Front und hämmern einfach alles weg. Hami versetzt. Die haben sich da festgesetzt und jetzt campen die da richtig hart ab. Das ist kurz vom vierten Punkt, so. Ich habe leider nichts, was gerade in der Ortsmitte ist, sonst könnte man dagegen drücken, aber so ist halt schwierig. Oh Gott, was für eine Handgranate! Stark! Eine zweite dahin, passt, Alter. Nein, oh, dieses Tempo. Ja, unglaublich, das ist, wow. Man wird hier so weggehämmert. Die sind einfach komplett drauf. Die wollen auch unbedingt mal. Sehr gut gemacht. Ein Seasonal gewinnen. Das spürt man. Die Jungs haben noch richtig Bock. Die sind übel motiviert. Und ein paar von denen kenne ich sogar. Die sind echt ganz nett drauf. Okay, danke. Ja, der Panther, der nervt. Das nehme ich hier durch diese Gasse durch? Ja. Infanteriemarker Doc. Erfahrener Spieler hätte einfach den Busch komplett gepflügt, in dem ich jetzt gestanden hätte. Er konnte sich aber nicht merken, in welchem ich da gerade drin bin. Sehr gut gemacht. Antwort zerstört. Natürlich Insel von einem anderen auf ihn gemeldet, obwohl das Red Bull gewesen ist. Red Bull prügelt auch gut rein. Der ist noch jung, der ist noch motiviert. Und der ist ein bisschen an seinen Computer gefesselt. Deswegen, der ist stark unterwegs, was das angeht. Bei dem ist noch die jugendliche Lust und Leidenschaft. Der aimt noch. Er spürt hier einen Schuss. Supply Truck. Davor ein feindlicher Schuss. In Süden. Nach Süden. Der Richtung Süden. Angriffsgarnier steht. Leitwinkelmarker aktualisiert, Supply Truck wird gemessen. Bist du dann jemand mit AT vielleicht mal an der Garnitz? Ja, wir bräuchten noch wieder neue Nodes. Ich hoffe so ein bisschen onstage, das warst du. Der Stadtmitte ist auf jeden Fall ein Tank. Lux. Panzermark Doc aktualisiert. Robert Bandit, der Server, der hart. Ja. Feindgunnies in der bisschen. Defense bei denen bei Kirche und südlich im Ortszentrum. Die Aufklärer versuchen auch C5. Beschuss aus dem Süden. Okay. Außenposten steht.
Man steht auf Position. Aber auch gut mit Marker, Facebook, dann. Der Panzer muss weg. Ja, ich wurde gerade von hinten durch mein Panzer gespielt. Oben im Haus ist einer drin. Einer campt im Haus. Aber wir losen die Death schon. Einer ist noch oben im Haus. Scheiße, wir müssen da satcheln. Im Punkt. Ja. Haus müssen wir clearen. Panzer muss raus. Die haben einen Panzer in der Death zurückgelassen. Das ist natürlich echt clever. Da ist nur ein PL, nur ein Lux, den krieg ich raus. Ja, du musst das machen, bevor die 116 spawnen, sonst holen die dich. Ich eile. Oh, kannst du den B8 mal wieder anbauen? Denk mal, wie gesagt, ich brauche immer noch einen Node, um die Hände gefunden. OP rausgenommen. Ja, gut. Vielleicht bestimmt es doch noch. Ich weiß, das macht keiner freiwillig. Komm, safe Hauptstraße rein. Rein hier hinter den Pass. So, schön vorne rein pushen. Gucke erhöhen. Jetzt müssen wir uns vercampen, hilft nichts. Komm von hier. Hinter uns. Eine Ahnung, wo die herkommen? Norden? Auf Fox, Gallimard, Außenposten oder Gunny? Aufklärungspanzer da oben im Norden, bei dir muss irgendwo die Grenze gar nicht stehen. Wir cappen nicht mehr. Bitte in die D5 gar nicht rein und pusht den Softcap. Unterstützt bitte Baker. Ja, gegen den Panzer können wir nichts machen. Das muss unser Artiller machen. Die sind jetzt hinten am OP, da kommen sie rein. Von der Straße, wo mein Außenposten steht. Einer hat der Tank drin. Wunderschön gemacht. Feinde in der Kirche. Oder auf was aus. Nein, ach, hinter mir ist einer. Vorsichtig, seitlich dieser Ecke, wo der geht einer rein. Combat-Punkte hat er mittlerweile schon. Alter Falter, ey. Sorry. Ich hab nicht mal die Hälfte. Geht rein. Unser Piece.
Nee, noch lebt jetzt der OP weg. Naja, scheiße. Dann laufen wir wieder neu. Oh, das war unsere Chance. Ich hätte eigentlich die ganze Zeit den OP irgendwie deffen müssen, glaube ich. Ja, Kirche, kommt überall, kommt alles rein. Das wird jetzt wieder hart. Verkämmt euch, wenn ihr noch im Hardcap seid. Ich fahr doch den Aufklärer. Los, PSA, mach uns alleine. So. Kann jetzt vielleicht noch ein paar rausnehmen, dann ist aber auch Feierabend für ihn. Der wird da früher oder später definitiv weggemacht. Halt gar nicht, Dockposition zerstört. Kann jetzt gut hier den hinteren Bogen, könnte ich wahrscheinlich gut laufen. Oh, das dürfte noch gut Lux gehen. Der feindliche Lux kommt von meiner Position auf dich zugefahren. Da liegen schon 50 Vorräte drin. Wenn ich da 100 reinkriege, dann baue ich eine Red Zone. Feindlicher Panzer auf Bäckermark. Kommt aus dem mittleren Akku. Outtake Mark, Panzer 2 unterwegs. Gar nicht. Nimm den Lux raus. Einfacher wird's nicht mehr. OP ist wieder ready im Hardcap. Fährt gerade durch auf Foxmark. Schon im Haus. Was ist denn das, Tobi? Der Pink könnte was aus der Gasse kommen. Alter, Satchel. PSE. Oh, jetzt geht die hoch. Ah, ist jetzt auf den Gleisen. Die wurden weggespielt vom MP. Die stand irgendwo vor dir. Okay, aber jetzt haben wir niemanden mehr am OP. Das könnte jetzt nicht so gut gewesen sein. Oder sehr gut, wer weiß. Wie viele hast du getötet von Gegnern? Ich habe gar keinen Plan. Ja, das war dann gut. Das war ein guter Deal, glaube ich. Feuer direkt an der Death Garni. Panzer kommt. Panther. Das ist der Panther. Hat Infanterie der Panzer an sich dran. Gewehr 43. Panzer steigt anscheinend aus. Ja, den Panzer Crewman, ja. Das MG, der Attila soll sich mal töten lassen. Bull, geh sterben! Stirb! Der Panzer muss weg! Ich lebe immer noch. Stirb! Ich renne ja schon. Wie tut das Ding auf jetzt zu feuern? Mal schießt. Sani brauchst du nicht spielen. Wer kommt? Auf gar keinen Fall. Wehe, du rettest den. Flair ist da. Ein steht, Doc. Okay. Jetzt,
Ja, jetzt noch Boom Boom. Satchel am Tank, sehr gut. Satchel ist noch besser als eine Rocket. Lauft. Oh, man explodiert die endlich. Ich will da wieder rein ins Hardcap. Garni steht. Ja, wir müssen die Garni und den OP decken. Hat Bumm gemacht. Garni steht da. Markers drauf. Da wo der Pinguin war, glaube ich. OP hab ich raus hinter uns. Links und rechts. Gar nicht steht noch, gar nicht steht noch. War eine OP. Alles gut. Denkhaus Impf. Hier ist die gar nicht. Ping. Nein, Mine! Oh, bitte, bitte, Atela, geh da hin. Oh, scheiße, eine Mine. Vor der Garni lag eine Mine. Oh nein. Die Garni ist noch aktiv. Oh, scheiße. Ja, ich werde beschossen. Die Garni kriegen wir nicht mehr. Die kriegen dann gleich einen Fullspawn. Shit. George, vor dir ist die Garni, Sohn. Doc, bei dir ist die Garni. Hast du die? Doc, hast du die Garni raus? Marker ist die Garni exakt. Hast du sie weg? Zwei OPs raus hier oben. Ja, Doc kriegt die Garni, glaube ich, nicht. Die lebt noch, die Garni. Oh, scheiße. Osten OP, Straße kommt. Die Garni im Norden wäre jetzt frei. Drecksmine, ey. Doc ausposten, Marker. Ah, hinter mir ist ein Gegner. Nah am OP. Steht anscheinend im Haus oder sowas. In der Punktmitte. Ach du Shit, ey. Mann, wir kriegen die gar nicht raus. Garni, Marker, Doc. Das ist wieder ein Übles, ey. Ah, die Garni ist noch aktiv. Oh nein, der OP wird beschossen. Ich hab's nicht hingeschafft, uns nicht, dass in die abgegammelt. Ja, ja, die sind da wieder dran jetzt. Garni ist noch aktiv, wir kriegen die nicht raus. Die Leute, die dran liegen, sind zu stark. OP ist weg. Er hat eine Handgranate draufgeworfen. Steht wieder. Ist Sicht auf den Flakpanzer? Er hat wieder einen Feindpanzer rein. Lux, wieder eine Punktmitte. Gar nichts weg. Nein, ach, ich wusste, dass das jetzt kommt. Ich habe gar keine Chance hier. Easy. Die wollen durchgehen, also gehen die wieder durch. Ja, die sind wieder durchgegangen. Haben uns einmal gegrüßt. Wir durften ihre Garni einmal angucken. Und wo mich die Mine erwischt hat, hatten sie es geschafft. Wir kommen da nicht rein. Also ich kann die Garni nicht zerstören. Der Atela, der ist wirklich alles. Der Atela ist alles hier. Atela, du musst die Garni wegschießen. Man kommt da nicht ran. Die Mine lag in einem Stein. Ja. Die lassen uns auch nicht daran. Die spielen ja nur mit uns, glaube ich. Wir müssen wieder neu anlaufen. Wir kriegen die Garni da an der Stelle nicht raus. Das ist nicht möglich. Die ist hier auf dem Mark von Dog. Da muss ein Attila mit einer Rakete drauf schießen. Anders wirst du die nicht zerstören können. Die warten, bis da einer anrennt. Satchel, gehen die Kirchtür, mich ins Blatt runter. Satchel funktioniert, ich komme nicht nah genug ran. Mit AT geht alles, aber macht keiner. Ist schwierig. Ich versuche es mit AT.
Ostseite der Kirche sieht man da an, wenn man den abschießen mag. Aber alles voller Feind. Alles voller Feind, sagen wir gerade. Hinterm Rauch. Die Satchel muss eine Kirche, muss eine Satchel ran. Ja, da sind zu viele. Ja, Kirche muss eine Satchel ran. Kirche sind sau viele Gegner drumherum, da muss eine Satchel ran. Also an die Kirche liegt eine Satchel. Auf der anderen Seite ist alles voll von der Kirche. Oh Junge, was für eine Hölle hier einfach. Das ist die Hölle auf Erden. Du kommst nicht daran an die Garni von denen. Die decken die so gut. 341 CP, ey. Ich komme langsam ein bisschen ran mit den CP. Mein Squad ist sogar noch besser, was es angeht. Aber, OP wird krankhart gefarmt. OP ist weg. OP wurde komplett zerfarmt. Ich hätte da gerne noch eine Handgranate zumindest in die Richtung geschmissen. Aber soll wohl nicht sein. Dann im HK bin ich schon dran. Bisher hat die Garni immer noch keiner raus, die steht noch. Garni wird abgebaut. Zerstört. Sehr gut gemacht. Garni Hardcap ist zerstört von Doc. Geil, Obacht, da gehen gerade zwei Shells von der Arti runter. George, Doc, lauft einfach weg. Einfach weglaufen. Wir haben die Leute richtig gut durchgedrückt, meine Herren. Not bad, ey. Das hat doch gut gemacht. Unser Heavy Tank hat es gerade erwischt durch den Satchel. Da ist das Infanterie vor uns am Platz. Platz war rechts von uns in der Straße. Feindlicher PZ4, Enemy Tank Mark im Hardcap, Baker Mark. Das ist ein feindlicher PZ4. Massives Sperrfeuer hier gesetzt. Geil. Lass. P4 gesetzelt. PZ4 hat eine Satchel dran. Deck das Ding mit deinem Leben. Ich glaube, du bist da alleine im Hardcap. Ja, die kommen schon zurück zu dir. Weg vom OP. Der PZ4 schießt drauf. Weg. Lauf, 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 lauf! Gut. Ich fahre in den Dresden zu den OPs. Wir fahren nach vorne. Kriegen wir noch einen Gegner irgendwo? Ah, da, okay. Ach, da ganz oben. Okay. Ja, Verbände sind mir ausgegangen. Ja, ich warte zweimal. Ich bin beide mal. Nochmal bitte. Ja. Und dann mit der ja, Mist. Da kommen zwei Mann um die Ecke. Ja. Ja. Wir haben zwei gleiche Probleme, da müsste man auch jemand dazukommen. Doc ist jetzt mitten in der Dev. Ja, können wir vielleicht nochmal Supplies irgendwo hinschmeißen oder so? OP von uns leider wieder raus. Ja, bekannt.
Das ist doch unfassbar. Ja, ja, die rennen da einfach immer irgendwo durch, die Leute. Im Hardcap. 32, 23. Wir haben die Feldgarde. Krieg ordentlich reingedrückt. Ich teile aber ein bisschen auch wieder aus. Das ist ganz gut. Du kannst halt immer genau erkennen, was sie sind. Die tragen immer die Spezialuniformen der Deutschen. Also die Komp-Uniformen haben die die ganze Zeit an. Den Handschuhen, die daran erkennt man sehr gut, wer hier ziemlich starkes Aim hat und wer nicht. Nur die Komp-Uniform am Tragen. Ich glaube, von der Seite aus kommen wir jetzt in den Punkt rein. Der OP jetzt steht. Allerdings steht der OP sehr in der Kirche. Rennt nicht mehr rein, ist er weg. Das ist mal Pech für den Attila jetzt. Er hat mich schon abgewartet und hat nur meinen Arm getroffen. Der war jetzt komisch, der Schuss. Wild komisch, ist da jetzt. Wo ist Lux? Baker Mark ist ein Lux. Oh, ich habe von hinten irgendwo gekriegt. Unten am Haus. MP40. Oh nein. Alter, was für eine Feuerrate das eben ging. Wupp, war ich weg. Ah, unser OP ist schon wieder weg. Alles klar, ich laufe wieder nähern. Junge, ich habe keine Ahnung, wie ich den in die Stadtmitte auch nur ansatzweise so unterbringen kann, dass der mal länger lebt als 20 Sekunden. Ich glaube, den nächsten bringe ich rein, stelle mich drauf und kämpfe den hart ab. Ja, komm, ich hab keine Ahnung, wo der jetzt wieder stand. Die Vollauto tackert mich voll weg, keine Ahnung, wo sie sind. Das wird jetzt Ortszentrum irgendwie ranzukommen, ist so schwer. Mein Gott, die rennen da durch, als ob das nix wäre. Die machen CQC vom Feinsten. Ich werde mal hier die Thompson mitnehmen. Ja, also du könntest Supplies abschmeißen, ja, dann würde ich jemanden zwingen. Die Garni ist rot. Die Garni ist rot. Und weg. Unser Angriff ist komplett durch. Also ich komme mit den Leuten, die ich habe, nicht mehr ansatzweise in die Punktmitte. Na. Aber mit der Garni ist hart. Nee, ich bin normalerweise immer reingerannt, aber jetzt ist die Garni weg, die ich brauche zum Laufen. Da reinkommen ist kein Problem.
Und da drin Leute durchspawnen lassen, das kriege ich auch hin. Aber jetzt ist der Laufweg zu weit, da kann ich zu oft sterben durch zu viele Gelegenheiten. Das wird jetzt wieder schwierig, da reinzukommen. Problem ist, dass ich auch mit dem Garni-Management gerade von mir selber nicht ganz zufrieden bin, weil es ist hier überall Red Zone. Du musst hier überall eine Red Zone-Garni bauen. Die rote Garni da oben war schon ziemlich nice. Vielleicht kann ich jetzt eine weiter hier vorne noch bauen. Das wäre zumindest ein bisschen vorteilhaft, weil ich dann ein bisschen schneller vorankommen würde. Und ich diese weite Laufdistanz habe. Zwei ganze Sitze. Das geht wahrscheinlich hier nicht. 201 Meter. Hier geht's. Ja, komm, ich krieg ein paar Meter mehr, wenn ich jetzt wieder sterbe. Und ich nehme jeden Meter, den ich kriegen kann. Verteidigung ist gar nicht heiß. Halbgarn im Norden, Verteidigung zerstört. Schade, dass man hier nirgendwo durchrennen kann. Ich versuche jetzt wieder hier durchzukommen. Mal gucken, ob das klappt. Lux ist raus. Arti steigt, hier 4 fährt im mittleren Akkord los. Hier. Cool. Was ist auf Ping? P4? Nee, Inf. Wenn du auf deinem Weg zur Front mal gerade gen Süden fahren könntest, um den Feind aufzunehmen. Gibst du uns einen Mark? Na, oh ja, Vollauto, er war voll drauf. Ach du Scheiße. Oh, Vollauto ist halt echt King mit den Headshots. Der wird mein OP natürlich jetzt rausmurkseln können. Ja, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr, mein OP ist weg. Vorsichtig, wenn noch einer am OP lebt, links von euch in den Gräben ist einer drin, der holt euch instant weg. Check. Der hat eine Vollauto mit. Geil. Ja, links im Graben, der ist böse mit Vollauto. Ich hab ihn. Guter Schuss. Noch einer. Ja, die ist Vollauto komplett auf uns drauf. Wir müssen smoken oder sowas. Oder ihr habt das Aim und kriegt die. Ich krieg die nicht. Ist der Zug Feind im Hardcap oder nahe Hardcap? Mir fehlt dazu die Cover. Den hier auch. Die kommen hier raus und werden weggefarmt. Das kriegen die da auch nicht hin. Wir können vielleicht wieder einen Teil des Vorplatzes sichern. Dann können wir wieder in die gelbe Gasse rein. Mehr wird nicht gehen. Das ist fast schon dumm, wo ich mein OP gesetzt habe da. Von der Seite. Ja, wir können uns da schon. Nein, nein, Hilfe! Oh nein, ich hab's nicht geschafft. Ja, jetzt haben sie mich. Jetzt sind sie ultra nah am Außenposten, ich kann sie nicht mehr da aufhalten. Ich muss zusehen, dass ich vom OP auf die andere Straßenseite komme. Und da wegkomme, damit ich einen besseren OP setzen kann. Ich hab ihn zwar, aber OP ist weg. Oh nein, er ist einfach nur durchgerannt. Er hat nur die W-Taste gedrückt. Ah, na gut. Mit Shift. Der wäre eben wichtig gewesen, dass wir den töten. Dann hätte ich meinen OP auf die andere Seite gesetzt. Ortszentrum zurück. Dann hätten wir Deckung gehabt. Also Hardcover. So hatten wir keine Hardcover, mussten immer aufs offene Feld. Na gut, ich mache mich wieder auf. Ich nehme jetzt den zweiten Eingang und hoffe, der ist ein bisschen besser, wenn sie nicht schon durch die gelbe durch sind. Hier ist King, der mal ein bisschen Übersicht bekommt. Und ich glaube, im Norden von D-Railed haben wir auch ein paar Probleme. Feind in C6 in der Verteidigung. Ja, genau. Also bei uns Feind kommt auf C6 Verteidigung. Der wäre cool. Ja, King hat Probleme, glaube ich, in D7 und dann nochmal C6. Ja,
Ja, wir werden abgehen. Gerade runter geht nicht mehr. Ist alles dicht jetzt. Wir können von der Seite aus nicht mehr angreifen. Die haben es. Wir müssen wieder eine andere nehmen. Ich muss jetzt wieder eine andere Angriffslinie. Das ist alles hier, ist durch. Das ist wirklich hier in dem Bereich sind sie komplett massivst drin. Erste nach Norden hin wäre wahrscheinlich noch eine gute Option. Ja, gleich versetzen, neue Flare bitte. P4 auf der Schiene. PZ4 kommt über die Schiene ins nächste Hardcap gefahren. Light Tank Mark Baker. Ne, warte mal, der ist weiter links noch, sorry. Jetzt Light Tank Mark Baker. Ne, PZ4. Gleis hat Zug wird reingeprügelt. Die Def wird wahrscheinlich nur noch für irgendwie drei Mann gehalten. Alle rennen durch eine Gasse. Da ist eine Erdbeich an der Gani unten im Süden. Zweite Gani unten da. Erd hinter euch, wer ist denn da gespawnt? Wapi hinter dir. Hat auch Ping. Panja Panther Zeit. Kommt aus der Punktmitte rausgefahren. Wir brauchen mehr Leute in den Defense. Oh, ich werde so weggefahren. Also die warten nur noch, bis ich reinrenne. Der Gegner ist absolut dominant. Der Gegner ist absolut dominant. Ich gehe in die Defense. Vorne kommen wir keinen Meter mehr weiter. Blatt ist weiter explodiert. Chigali, Doc Mark. Hinter mir. Shit, die sind nah an der Garni und am OP. Er kommt zum OP. Feindliche Garni, ziemlich gutes Aim. Er drunter ist. Garni ist abgebaut. OP lasse ich da stehen. Ich würde gern von hier angreifen, aber das ist ein Pionier, der hier den Supply Truck hinfährt. Ich habe keine Ahnung, was der damit vorhat. Wenn er Bunker bauen will oder sowas. Gegner kommt aus Süden. Ich weiß es nicht. Ist mir ein absolutes Rätsel. Aber egal, ob du mit MP oder mit einem Gewehr spielst, du hittest hier genau gleich wie auf Quarantar. Ich komme da nicht ins Hardcap, also ich bin schon öfter zum Hardcap drin gewesen, aber ich kann mich da drin nicht halten. Baker, die Feinde laufen scheinbar aus eurer Richtung an, Richtung den Gleiser zu. Ja, wir gucken mal, dass wir versuchen, die wegzukriegen. Ich sehe leider gar nichts mehr, hier ist so still jetzt. Ja, ich sehe den Außenposten jetzt nicht weg. Außenposten zerstört. Hinter mir, bin tot. Wo kriegst du denn? Vor dir? Hinter mir. An den Gebäuden irgendwo. Infanterie, Marker, Doc, Panzer, Achtung, hinter dir. Infanterie.
Ja, verstanden, danke. Der Pulver fast mit 1000 Combat-Punkten hat ordentlich die Panzer da weggebotet. Gemeldet bekommen. Wir haben nichts mehr, was ins Hardcap da rein kann. Das ist echt so ein großes Problem. 100 Vorräte, 100 zum Pleistling da. Okay. Deal, da könnte ich versuchen hinzukommen. Über die Straßen, mit ein bisschen Glück, lebendig. Wahrscheinlich eher tot. Abel, du hast 100 Supplies links von dir in der Straße. Könntest du da vielleicht nochmal eine Garni bauen? Vielleicht kriegen die das nicht mit, wenn wir Glück haben. Ja, fast. Gut ist, dass der Laufweg für den Gegner genauso weit ist, und hier vorne sind unsere Leute. Das heißt, ein bisschen Gegenwehr scheint es da doch noch zu geben. Find Supplies in etwa auf Fox. Kilo hinter euch. Wir haben beide gehittet. Er hat gehittet, ich hab gehittet. Wir haben uns nicht gegenseitig getötet. Ja, muss ich verbinden, ich auch. Hold him up. Süden Gegner. Infanteriemarker Doc. Nein! Ach, scheiße, mich hat einer weggemacht, kurz bevor ich nach links oben konnte. Ach nö, ey, den habe ich vorher schon getötet, das war einer mit einem P. Er ist auch Hit. Ich mir die Halbkette aus dem HQ. Ach. Negativ, die fahre ich jetzt vor. Ich bin so weit gerannt, aber ich muss da komplett oben rechts hin und eine neue Garni bauen, nördlich der Kirche. Das wäre eine gute Angriffsrichtung. Schön, schön. Na, Defense steht, aber wir müssen in der Offense halt reinkommen in 23 Minuten, das wird sehr, sehr schwer. Ich kann die Garni in D5 mal reinspawnen und ein paar Flares schicken. Wir können da noch was machen. Ich kenne da noch einen kleinen Trick, den können wir ausnutzen. Es gibt eine Ecke außerhalb von Ortszentrum, die ist noch im Hardcap mit drin. Da könnten wir dann ziemlich weit durchkippen, wenn wir uns da einfach mit 6 Mann reinstellen. Also ein bisschen assi. Okay. Ja, los, Sprung auf, marsch, marsch. Abel, spawn doch bitte in D5 rein und schieß ein paar Flares. Ich dachte, wir sollen die Garni bauen. Falls du Preis hinter Kirche ping. Granate. Gar nicht, aber wie wird abgebaut? Wieder mal gut.
Ziegli bei der Unter. Meine Shift-Taste ist so hart durchgedrückt, die kommt fast auf der anderen Seite des Schreibtisches wieder raus. Ey, Karl, greif einfach an, ich kümmere mich um die Garni. Ja. Mich da reinzukämpfen war übel schwer. Heiß. Ich weiß, ich hab's gesehen. Garni A8 heiß. Gleicher Zug wird gleich angekämpft, müssen wir wieder deffen. Hier steht. Oh, ich wurde direkt gehackt. Oh, ich bin vom Landen weggeschossen. Oh Gott. Das SCG hört gar nicht mehr auf zu feuern. Was kann man meinen mit? Na scheiße, ich weiß nicht, wo ihre Garni steht, ey. Das ist jetzt wieder ein lustiges Suchen nach der Garnison. Der Kirche SCG Ping kommt hinten rein. War ein Flugzeug am Himmel? Nein, oh, er ist oben im Haus. Ich hab nicht gehört. Er ist oben im Haus. Gelbe Gasse auch Gegner. Oh Gott im Himmel. Ist die Halbkette da oben. Muss doch echt nicht sein. Chick, Alter, der von dir kommt jetzt rein. Die Sets sind ja jetzt übrigens bei mir genauso wie in einem Comp-Match. 1 zu 1 dieselben. Stehen lassen. Wiederholen bitte. Jetzt wäre hier auch gut dann angedrückt. Die Halbkette stehen lassen. Oh, wo geht das? Das ist einfach Schweden, ich weiß nicht. Alter, halt, stopp, wo geht das? Kickt doch jemand aus dem Kopf. Schieß ihn bitte. Steht. Wer da oben ist, dort, wir schießen einfach. Gelbe Gasse, Gegner. Ja, Mann. Alter, was? Never ever war der das. Der Typ, auf den ich geschossen habe, so schnell kann er nicht reagiert haben. Das geht gar nicht. Ach du Scheiße, also du kommst hier nicht in diese Kacke rein. Du versuchst es und versuchst es, aber gar keine Chance. Also überall steht irgendein Spawn. Ich meine, ich kann mich hier auch verhältnismäßig lange halten, aber ich bin halt alleine mit meinem Außenposten hier. Ah, es wird echt schwierig. Ich habe ihre Garni nach wie vor nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo das Ding steht. Oh, der, was, der, was, wie aimt der? Wie, boah. Oben im Haus muss er sitzen. Der, durch die Smoke kann er nicht aimen. Ich hab ihn. Doch, er sitzt über uns. Hä, aber der kann da doch gar nicht durchgucken. Ich hab zwei raus. Der sitzt über uns. 50 Hä? Meter. Der ich kann da nicht durchsehen durch die Smoke. Was ist das denn? Da, okay. Von oben kann man durchgucken. Also sieht man zumindest besser. Interessant. Wusste ich nicht. Raus oben. Ja, okay, die Garni muss wahrscheinlich irgendwo im Süden stehen. Gefallen? Sehr schön aus. Sehr gut, geht da schön in den ganzen Punkt.
Ja, ist ja schon immer noch im Kett raus. Hab die gar nicht raus, hab hier unten geklärt, es ist nichts mehr da. Feind gar nicht in ihrem Hardcap ist raus. Bombing geht es auch nochmal durch. Wir müssen da noch mehr Spawns haben. Ja, okay, nee. Ich bin einer drauf geaimt. Schaut bitte auf die Karte, Bombing Run kommt. Im Süden muss immer noch was stehen. Dann geht nicht drüben. Garni ist raus im Hardcap. Scheiße. 10 Kills oder sowas. Rennt ins Hardcap rein, wenn ihr jetzt könnt. Wir müssen cappen. Wir müssen jetzt cappen. Alle Mann ins Hardcap, bitte. Wir müssen da jetzt rein und schön in den Süden gehen, damit sie sich da nicht wieder festsetzen können. Gebt mir Supplies an dem Gebäude. Ihr wisst ja, ich meine, hinten rechts das Ding. Ich brauche auf jeden Fall einen Supplier. Wir sind die einzigen, die hier eine Garni bauen können. Hier bei Ping das Gebäude, da wo wir immer die Satchel dran packen, da Supplies sind. Da liegen noch deutsche Supplies. Oh, die Gasse. Ja, nimm die. Kann ich nicht, aber im Hinterhof geht immer noch richtig hart was ab. Ja, Eichhörnchen hat's erwischt. Wurde gerade abgebaut. Supplies bitte schon mal ablegen. Ja. Wenn ich hier die Garni hochkriegen sollte, brauche ich hier direkt alles in Ortszentrum. Sollte das passieren jemals. Aber dein Bomber hat eben richtig ordentlich geklärt, also möglich ist es. Ja. Bei Ping kommt Gegner rein. Leg die Supplies schon mal ab, kannst direkt hier auf den Boden schmeißen. Ach, hast du. Jetzt bitte nicht mehr sterben im Hardcap, wenn ihr vorne seid. Ich muss, wir müssen durchgucken kurz. Versetzt euch schon mal, Garni kommt gleich. Kommt schon, ja, okay. Garni ist ready. Ich brauch Spawns hier. Spawn rein, schnell. Wir müssen deffen, Leute. Hinten kommen welche durch die kleine Gasse rein. Da ist einer im Haus, südlich von der Ortsmitte. So Leute, Jig, was ist Dorf unten versetzen, gleich nach vorne bitte, gleich nach vorne Dorf. Ich brauche Leute hier, bitte spawnt. Viele Grundsätze ohne versetzen, ich gehe vor. Versetzen, Jason, Escape Routen versetzen. Flair kommt. Einer Fuß, linke Seite von dir. Granate. Ping ist alles voll. Von hinten kommt was rein. Hilft natürlich mal. Ja, die sind auf unserer Garni mit der Arti. Arti ist auf unsere Garni drauf. Ja, können wir noch Panzer im Hardcap kriegen?
File Supplies auf Ping. Die kannst du nicht vernichten. Wir wehren hier jetzt 10 Minuten noch die Infanterie ab und dann haben wir gewonnen. Wir versuchen das Beste, was wir können. Ja, aber passt auf, dass die nicht von hinten reinkommen. Von unten habe ich ihn dafür raus. Bitte neue Supplies an meinem Außenposten legen, damit, wenn unsere alte gar nicht weg ist, ich eine neue bauen kann. Balukat, schnapp dir mal den Supplier und leg mir mal bitte Supplies an meinen OP. Ah, scheiße, ich hab von hinten schon wieder reingekickt. Und dann im Softcap verzeiht. Junge, das wird jetzt so eine bockschwere Aktion, das noch zu halten. Da waren eben Medics und ich hab F gedrückt. Ich hab hier zwei raus, vielleicht OP, ich geh gucken. Dass wir das echt noch reinkriegen, ey. Boah, da oben kommt so viel rein. Okay. Nordöstliche Gasse, da kommen sie. Ihr seht's auf der Map. Nordöstliche Gasse kommen sie rein. Rote Gasse mit rotem Vorplatz. Marker kommt gleich. Meine Leiche auch nicht. Wo ist deine Leiche? Rapi? Südlich Fleischer Gasse. Feind dann auf meiner Leiche. Vermutlich. Kommt. Hier auf die Front ist. Ich will mal einer markieren. Ein Stück nördlich. Vom Geräusch her. Ja, das macht Sinn. Danke dir. Ja, ey, shit, da kommen noch mehr rein. Wir über dem roten Vorplatz. Die Garni im Norden ist leider auch gleich. Da kann ich auch wieder mit der Thompson rumrennen hier, ganz im Ernst. Das ist hier so heavy close, also das macht auch keinen Unterschied mehr. Wo willst du Supplies? Einfach am Außenposten. Im Norden kommen die Gegner wieder rein. Nein, ah, scheiße! Ah, er hat uns... Oh, verdammt. Alter, was war das jetzt wieder für ein Aimer? Krasse Scheiße. Bleibt halt ungefähr Dockmarker? 50 zu 43, das ist so bad, ey, ich krieg so reingeprügelt. Boah, der Beschuss hat auf die Karte. Mein Außenposten ist raus, nordöstlich drücken sie langsam. Sorry, hab ihn zu spät. Mein Außenposten ist durch. Ja, ist egal, Hauptsache wir halten da. Ich setze mein OP gleich wieder in die Richtung und wir defen da weiterhin. Ah, die geht auf den Vorplatz runter. Muss da vorsichtig sein. Oh, hinten kommt was rein. Bei unserer Garni hinten links kommt was rein. Doppelte Tür, Entschuldigung. Double Doors. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Die Scheunentür. Mist, der ist zu close. F4. Der macht alles hot und ich habe meine OP nicht down. Oh nein, sie haben's. Double Doors, kommen welche rein. Ich hab's nicht geschafft, den OP wieder zu setzen. Das durch. Double Doors kommen sie die ganze Zeit. Keiner weiß, was ich damit meine. Das ist richtig shit. Süden. Gegner kommt aus dem Süden. Wir müssen die Garni defen in Richtung Süden. Wenn da einer rankommt, ist vorbei. Nein, Satchel. Okay. Satchel hat alles rausgenommen beim Haus. Ich glaube, ich habe irgendwo noch Supplies im Punkt abgelegt. Die Kappen vorne an, das ist gut. Ja, mein OP ist auch raus. Ich kann gar nichts mehr machen. Wenn wir den Schienenübergang nicht kriegen, Ortszentrum wird fallen, weil wir in den Süden einzeln reingehen. Ja, alles, was da jetzt noch steht, wird relativ hart outshootet. Ihr müsst den Süden decken, Leute, wenn ihr im Ortszentrum seid. Ja, ich gehe mal Süden. Ja, gut. Nimm gleich ein paar mit. Die sind aim-technisch ein bisschen stärker. HTD Sepp ist jetzt auch gut. Die drücken jetzt Richtung Süden. Das ist sehr gut. Ich gehe wieder rein. Das ist mein OP. Hier im Norden habe ich noch Supplies bei Hau gesetzt. Hau, unter dir liegen Not-Supplies. Falls hinten die gar nicht wieder fällt, können wir da noch einer hochziehen. Jetzt sind OP wieder zu unseren alten Supplies. Sollte die gar nicht wieder fallen, dann können wir vorne wieder eine ziehen. Das ist eine
200 Meter Radius, aber egal. Scheiße, ich schütze mich für den Cooldown. Müll! Der kriegt eh gar keiner Feuer. Ich glaube, wir haben da eh eine neue Garni. 51 zu 46. Hier stehen nur noch 5 Kills im Positiven. Ansonsten wurde ich so hart rausgenommen, dass es richtig eklig ist. Oh ja, 40 Sekunden Spawner. Den mag ich jetzt am liebsten kurz vor Ende nochmal so einen richtig langen Spawn-Timer, damit man auch ja gar keine Chance hat, da irgendwas zu verteidigen, ey. Eine schwitzig spritzige Runde. Irgendeinen Fehler müssen sie gemacht haben an irgendeiner Stelle. Ich weiß nicht genau welchen, aber irgendeinen Fehler haben die Gegner gemacht. Doch, das 116er Score. Die waren eigentlich sehr, sehr gut dabei. Ich habe keine Ahnung, wo der war. Wahrscheinlich, weil sie mich da doch einmal durchgelassen haben und ich das hier gespielt habe, als ob das, was weiß ich, was für ein Combat wäre. Aber einmal haben sie mich durchgelassen. Und das hat gereicht, das eine Mal. Jetzt. Ja, der Typ ist tot. War wieder das erste G. Keine Ahnung, ob der schon gesatchelt hat. Ja, waren zwei, die kommen die Straße wieder hoch. Achtung, Bomber. Feindbomber geht übers Hardcap. Kann sein, dass wir gleich wieder Supplies brauchen. Bitte einmal Supplies am Außenposten legen. Ja. Nö, hat nicht erwischt. Alles gut. Alles cool, müssen nicht legen, alles gut. Ich glaube, im Nordosten kommt der Main Attack. Baker Infanteriemarker, die Gasse ist auf jeden Fall feindbesetzt. Schießt die Arti noch? Gerade nicht, also ich merke nichts. Im Hardcap zumindest. Über Fox kommt relativ viel gerade. Norden, Nordost. Nein, ach scheiße, ich hab geblutet, das hat er gehört, weil er mich zweimal gehittet hat mit der Nade. Gasse immer noch feindbesetzt. Ich hab Marker drauf gesetzt, die Gasse ist feindbesetzt, da ist immer noch was drin, was aimtechnisch okay ist. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Ich komm auch gleich nochmal mit einer Flare. Sollte gehen, sollte meine durchgehen. Ey, das Game war so knapp und so schwer. Oh. GG Jungs, gut gemacht. Schön, ja, das ist GG. GG, wir haben gewonnen. Sieht so aus, ja. Ja, es ist für eine Public-Runde musste ich ganz schön kopfmäßig hier durchrennen. Das war ganz schön anstrengend. Sehr stark gespielt von uns. Danke, danke. Meine Waffe nicht erwechseln, was ist das denn? Ah, diese Mine, da wäre ich fast reingerannt, ey.
Haus auf Mark. Oben im Kirchturm steht noch einer drin. Habe ich zwar noch erschossen, aber ich glaube, es zählt mir als Kill. GG. Wow, also eine ganz schön anstrengende Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr die Leute unterstützen wollt, dann, ja, wie gesagt, einfach Like und ein Abo da lassen. Wäre schon ganz nice. Mein Promote kriegt Red Bull, der hat so viele Tanks weggemacht. Bis dann. Tschüss.